Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ich habe nicht die Zeit und das Werkzeug, um mit den Kindern am Wasser ein Schiff zu basteln. Doch, du brauchst nämlich wieder Werkzeug, doch besonders irgendwas Großes an Material. Und an der Zeit liegt es auch nicht. Ich beweise es euch heute mit dem schnellsten Segelboot der Welt. Schaut auf meine Uhr, wir werden weniger als eine Minute brauchen. Was braucht ihr? Alles, was ihr braucht, findet ihr zu Hause. Ihr müsst nichts einkaufen. Ein Stück Restpapier, bitteschön. Dann einen Schaschlikspieß. Dann ein Plastikteil, das mal im gelben Sack landet. Und ein Stück Plastilin. So, aufgepasst, ich löse. Komm da rein, Bobby, komm, mach die Tür zu. Ich löse jetzt die Uhr aus. So, als erstes nehme ich das Plastilin. Stell das in die Mitte. Dann nehme ich hier meinen Schaschlikspieß, bohre den durch, setze das Segel, stecke den Masten rein und fertig ist mein Boot. Nicht einmal 30 Sekunden. Was sagt ihr jetzt? Und es schwimmt. Ihr müsst euch vielleicht, man, es hängt nicht von der Schale ab, die ihr verwendet, wie stabil das Ganze im Wasser liegt oder nicht. Aber auf jeden Fall ist dieses Boot in 0, nichts gebaut, nur aus Sachen, die zu Hause rumliegen. Und die Kinder können sofort spielen. Baut euch mehrere, macht eine Regatta miteinander, welches Boot als erstes durchs Ziel segelt und habt viel Spaß miteinander am Wasser. Also ihr seht selber, so schnell lässt sich ein Segelboot bauen. Weitere tolle Bastelideen für drinnen und draußen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Am besten, wir sehen uns draußen. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Für den Servus, euer Olli.